Schaut eh noch keiner zu, oder? Also, wenn es Kommentare macht, bitte sagt uns gleich, geht der Ton oder geht er nicht. Wenn ihr kein Bild und kein Ton habt, müsst ihr nicht schreiben, nicht, weil das kommt dann eh nicht an. Dann geht es eh nicht an. Also, wir sind da zum nächsten Livestream. Und in Wirklichkeit müsst ihr heute jetzt irgendwas Belangloses reden, kurzfristig, damit wir ein bisschen warten, bis ein paar Leute mehr zugeschaltet haben. Aber die meisten Leute schauen sie sowieso im Nachhinein. Und das ist kurz noch ein Aufruf. Ein Aufruf ist blöd, wenn ich es jetzt erzähle. Aber alle, die es jetzt nicht sehen, können es immer später anschauen auf die diversen Facebook- oder YouTube-Kanäle, weil das bleibt ja drauf. Das ist ja nicht nach der Live-Session vorbei. Was wir heute gemacht haben, ist ein paar Kameras aufgebaut, weil wir ein paar Gäste haben und natürlich auch ein paar Mikrofone und dann haben wir auch noch eine Crew und dann haben wir noch ein Action Cam, das heißt, ich habe mein Telefon da, seht ihr es? Ah, das übertragen, unglaublich. Und da haben wir sie schon. Ich, so unhöflich wie ich bin, fangen wir mit mir an. Dann haben wir da den Rolf Bieland. Hoi Rolf. Charlie, Horst. Natürlich den Kurt Waltisberg dazu. Hoi, Horst. Zuerst haben wir gedacht, es sind nur 7 WM-Titel, aber im Endeffekt sind sie jetzt 14, oder? Hat ja jeder 7 von euch. Er hat 6. Ich habe 6. Ah ja, du hast nur 6, oh, das tut mir leid, aber ja. Du bist ja quasi, könntest noch aktiv einsteigen, ne? Ja. Aber nicht mehr lange. Ja, trotzdem. Da haben wir die Ornella. Hallo zusammen. Sie kümmert sich um die Kommentare, gell? Sie genau. Wählt aus, wenn wer was blöd schreibt, muss er gar nicht schreiben, weil das wird gleich weggecancelt. Und da, der Marco, der schaltet die Kameras hin und her. Und da haben wir einen Fernseher montiert, einen großen. Und jetzt seht ihr Fernseher, ist klar, weil das endlos übertragen wird. Und da sehen wir, was ihr macht oder was ihr schreibt, was übertragen wird, sozusagen, damit wir eure Kommentare sehen. Also, jetzt gehen wir wieder zurück auf die hochprofessionellen Kameras, oder? Und wir haben ganz viel Fotomaterial gekriegt, wo wir ein bisschen durchgehen. Und dann haben wir noch viel Material, wo der Rolf mitgebracht hat und der Kurt. Und wir haben auch da einen gut bekannten Seitenwagen bei uns. Und von dem her ist das natürlich, wird es vielleicht sogar ein bisschen eine längere Sendung. Alles, was ihr fragen wollt, bitte fragt es. Wir machen 2 oder 3 Fragerunden zwischen. Wir schauen uns zuerst einmal die ganzen Fotos an. Und der Rolf und der Kurt werden was dazu erzählen. Da gibt es sicher wahnsinnig gute Geschichten vom Fahrradlager, wie das Fahrradlager noch echtes Fahrradlager war, wie die Männer noch Männer waren und wie Weltmeister noch ölige Finger gehabt haben, glaube ich. Aber ich glaube, bei Seitenwagen hat das auch nie geändert. Die sind immer am Schrauben und am Putzen und am Machen. Und dazwischen machen wir dann wieder eine Fragerunde. Da wird die Ornella live geschalten. Und danach machen wir die nächste Runde mit den nächsten Fotos. Wir haben ein sehr gutes Material gekriegt vom Elio Gresani. Und das ist echt der Hammer, die Fotos. Danke noch einmal. Und die sind wirklich nur für unsere Verwendung da. Also nicht später da Bildschirmfotos machen und irgendwo weiterverwenden, ohne dass ihr einen Elio fragt. Bitte fragt ihn. Er ist sehr heikel mit den Fotos. Und dann haben wir natürlich, der Peter Schenk hat die 2 sehr lang begleitet und hat wahnsinnig gute Aufnahmen gemacht, die dann von seinem Sohn, vom Hempo Schenk, in einen Film zusammengefasst worden sind. Und den Film schauen wir uns kurz an. Da haben wir noch 7 Minuten Fotos, die wir. Irgendwer hat den Strom ausgeschalten. Ja. Es ist immer schön. Wer ist denn da drin? Der Gautschi Christoph. Also, wir haben wieder Strom. Danke, Christoph. Bitte lass den Stromschalter. Aber sonst kannst du anderen Schalter kannst du. Das hat das Geräusch gehabt. Ah, hat es das Geräusch? Ja.